Hallo, moin moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ralf Schütt und im heutigen Video geht es um das folgende Thema. Eine Frage, die häufig noch auftaucht, die wir eben vergessen haben, noch zu klären, wollte ich mit Ihnen noch mal klären. Für den Fall, dass Sie ein Grundstück, eine Wohnung, ein Haus kaufen und den Kaufpreis nicht pünktlich bezahlen, passiert Folgendes, das steht soweit in praktisch jedem Kaufvertrag, dann müssen Sie Verzugszinsen zahlen. So, diese Verzugszinsen müssen Sie auch dann zahlen, wenn am Kaufpreis, angenommen Sie haben für 300.000 gekauft und Sie haben nur 299.999,99 € bezahlt, dann fehlt immer noch ein Cent und der Verkäufer kann Ihnen auf den gesamten Betrag Verzugszinsen anrechnen, denn der Notar und das Grundbuchamt können das Grundstück nicht oder den Kaufvertrag nicht abwickeln, weil dieser eine Cent fehlt. Wie berechnen sich jetzt diese Verzugszinsen? Also, wir gehen jetzt von dem Kaufpreis 300.000 € aus. Dann ist es normalerweise so, wird normalerweise vereinbart, dass ein fester Zinssatz, der liegt aktuell, kann bei 8% liegen, der kann bei 5% liegen, gibt es genaue gesetzliche Regelungen für. Wir rechnen jetzt einfach nur mal mit 4%, was Sie das kosten kann. So, und jetzt passiert nämlich Folgendes. Selbst wenn nur dieser eine Cent fehlt oder 0,01 €, dann passiert Folgendes, dann zahlen Sie diese 4% Verzugszinsen auf den gesamten Kaufpreis. Mit anderen Worten, 1% wären 3.000 € im Jahr. 4% sind 4 mal 3.000 €, das heißt, Sie zahlen pro Jahr 12.000 € an Verzugszinsen. 12.000 € im Jahr, das lässt sich Gott sei Dank jetzt schön rechnen. Das heißt, auch wenn nur ein einziger Cent fehlt, zahlen Sie pro Monat, 12.000 pro Jahr durch 12 Monate, 1.000 € an Verzugszinsen, auch wenn nur ein einziger Cent fehlt. Also achten Sie darauf, meine ganz klare Empfehlung, dass Sie Ihr Banker bzw. Ihr Berater dafür sorgt, dass der Kaufpreis wirklich pünktlich, wenn es geht sogar ein, zwei Tage vorher, an den Verkäufer überwiesen wird, damit Ihnen dieser teure Fehler, der Sie wie gesagt 1.000 € mal eben im Monat kosten kann, nicht widerfährt. Ganz klare Empfehlung. Achten Sie darauf, dass der Kaufpreis pünktlich bezahlt wird. Baufinanzierung Schütt.